So, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Cry of Beer. Und ja, letztes Video hat irgendwie die Auflösung nicht so ganz gestimmt. Also ja, war scheiß Grafik. Ich versuche es jetzt diesmal mit Camtasia ein bisschen zu verbessern, weil das Rendern einfach ist generell so richtig scheiße in dem Programm. Naja, egal. Dann sehen wir jetzt, jetzt seht ihr mein allererstes Intro. Also gleich, jetzt gleich, ich werde noch ein paar Sachen labern. Also, wir sind glaube ich ein Hotel Terror Stink, ne, wir haben das fertig gespielt. Das heißt, Custom Campaign spielen wir jetzt weiter das Recidivist. Ja, aber wie es weitergeht, erfährt ihr nach dem Intro. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, euch gefällt das kleine Intro da. Wurde vom Kumpel gemacht. Kanal ist natürlich in der Beschreibung, falls ihr nachgucken wollt. Und jetzt zocken wir auf Medium. Oh Leute, ich habe was vergessen. Scheiße. Frag mal, ich habe was vergessen. Scheiße, nein. Okay Leute, guckt, wartet mal kurz, ganz kurz. Boah, beinahe hätte ich meine Kopfhörer vergessen. Weil wenn ich die über Lautsprecher mache, dann hört ihr das nämlich doppelt und das wäre nicht so günstig. Und, ups, jetzt hat sich... Mein Aufnahmeprogramm hat sich aufgehängt. Naja, egal, dann starte ich jetzt die Aufnahme nochmal neu. Also ihr seht jetzt vielleicht nur schwarz. Lol, Fraps. Was geht mit dir ab? Ah, Fraps ist abgestürzt, na geil. Okay, dann starte ich mal das Programm nochmal neu. So, ich hoffe die Aufnahme, ich guck mal kurz, ob die Aufnahme noch auch drin ist, also gespeichert. Und ist sie noch drin? Gucken. Ist ein bisschen versteckt hier. Aufnahmen. Und, ja, ist noch gespeichert. Ja gut, okay. Dann fange ich jetzt mit einer neuen Aufnahme wieder an. So, jetzt müsstet ihr wieder Bild haben. I am alone. I have forced everyone away from me. Because I must be alone. I am a disease, eating away at the kindness others have shown me. I have chosen to render myself dead to the world. Just as my legs have become dead to me. Okay, ja gut, okay, läuft bei dir. Okay. Achso, wir sind im Spiel, ich dachte, es wäre irgendwie so eine Kamera. Okay, Spiegel, ist kaputt, ne? Naja, gehen wir direkt in die Custom Campaign rein. Ich kenne die nicht. Good morning, Simon. How are you feeling today? I feel fine, Dr. Okay. Adams. Well, you don't look fine, Simon. How have you been sleeping? Fine. Now, Simon, if we're gonna make any progress here, you're gonna have to open up a little. Why the hell would I open up to you? I may as well be talking to a brick wall. Dr. Purnell listened. He heard. Okay. Interessant, also. Oh fuck, natürlich, jetzt habe ich meine ganze Ausdauer verbraucht. Ist nicht so gut. Da geht's weiter. Mein PC fängt an laut zu werden. Ich hoffe, euch hat das Intro gefallen, aber naja, der Fraps-Absturz war gerade nicht so gut. Call her back and tell her not to come here. It was a kind gesture, Dr. Adams. But I can't see her. I told her to stop coming. My happiness became too dependent on her. Ach du Scheiße, wie krass er zu seiner Freundin ist. More and more each visit wore her down until the look in her eyes said nothing but pity. I'm a burden. Legs or not, I was always a burden. Simon, I have to take this, Simon, but I want to talk to you. Was ist das? Das sind zwei blutige Hände. Die auch irgendwie komisch zittern. Lustig. Oh, 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 oh.
Alter, was war das denn, Alter? Ach du Scheiße, Leute, ich hab grad so Gänsehaut. Nein, 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 kein Desmond, nein, 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 nein. Was machst du denn? Oh Mann, warum macht er denn Selbstmord? Alter, habt ihr das hinter mir gesehen, Mann? Fuck. Chapter 1 Relapse. Okay. Wir sind im gleichen Raum wie eben gerade. Lol. Also ich hab grad wieder so richtig... Warte mal kurz, die Sounds stimmen, glaube ich, gar nicht ein. Nö, die Sounds stimmen auch nicht nebenein. Okay, da können wir durch. Okay, da können wir auch durch. Lol. Was mit dem Raum hier passiert? Ist doch schäbig hier. Alles fliegt hier durch die Gegend. Alter, habe ich gerade schon wieder einen Schock fürs Leben bekommen. Peinlich, peinlich, peinlich. Okay, da sind andere Türen. Das sind, glaube ich, die Überwachungstüren. Oh, da können wir durch. Da ist eine Spritze. Und dann können wir wieder rausgehen, zum Glück. So, da können wir auch nicht rein. Da können wir auch nicht rein, okay. Ist da irgendein... Nee. Da sah aus, als ob da irgendwas liegen würde. Was war das? Ich will's nicht wissen, Leute. Ich will's nicht wissen, was das gerade war. Ich sehe nichts. Ah, jetzt. The door is locked. Okay, was machen die denn so Bäume hier, ey? Auf jeden Fall gut detailliert, muss ich sagen. Okay, hier können wir abspeichern. Hier ist Schlüssel. Motel überspeichern. Saved. What the fuck, was denn hier passiert, ey? Die Bäume gucken schon aus dem Boden raus. The doors won't budge. Okay. Sieht ein bisschen billig hier aus. Achso, das ist ein eingestürztes Gebäude. Das ist ja geil gemacht, muss ich sagen. I can power the keypad to unlock it. Oh, warte mal. Ah, ne. Können wir es da durchboxen? Also man sieht jetzt nicht meine Faust, aber ich boxe gerade. Okay, wo müssen wir jetzt denn lang hier? Ich hab keine Ahnung, Leute. Da ist auch keine Tür. Können wir da durchboxen? Nee. Müssen wir denn lang? Also das wird jetzt langsam ein bisschen... It won't budge. Und da können wir durch. Ach, da waren wir eben gerade. Na toll. Ja, toll. Kitchen Key. Ja, Kitchen steht sogar noch drüber. Ja, cool. Lol. Da können wir auch durch. Ich bin sehr vorsichtig in dieser Map, weil ich kenne die nicht. Also ich persönlich kenne diese Map nicht. Ich spiele gerade zum allerersten Mal. Da liegt ein Knüppel. Das sollte sehr nützlich sein. Alter, erschreck mich doch nicht, Mann. Ich hasse Schrecken, Mann. Naja, sind halt Horrorspiele, ne? Habe ich mir nicht ausgesucht. Doch, habe ich mir ausgesucht. Ja, toll. Okay, da können wir auch noch rein. Aber ich sehe nichts. Und was haben wir jetzt da für einen Schlüssel bekommen? Security Key. Ich sollte hier meinen Schlüssel finden mit dem Schlüssel. Mein Schlüssel finden mit dem Schlüssel, ja genau, nee, mein Handy finden. It's locked from the other side. Ja, das ist dann logisch, dass ich auch nicht aufschließen kann. Ja, da waren wir eben gerade. Ja toll. Ich laufe jetzt hin und her. Geil gemacht hier. Also die Map, ein Lob.
Die Macher haben sich hier wirklich sehr viel ins Zeug gelegt, die Map zu detaillieren. Was habe ich hier das mit den Schatten und alles? Ach du Scheiße, ey. Zum Beispiel so eine Map ist... So eine Map ist wirklich viel besser im Gegensatz zu den anderen Maps, die wir davor gespielt haben. Also die allerersten Folgen, die waren wirklich beschissen. Zeig die Knarre. Okay. Jetzt habe ich eine Knarre noch. Und wo ist jetzt das Handy? Also wir haben... Oh, Handy. Warning, low battery. Okay, dann müssen wir wohl ein bisschen vorsichtig mit dem Licht sein. Oh mein Gott. Wow. Alter. Alter, 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 Alter. Verbiss dich. Oh, Alter, Leute. Nee, nee. Oh, neue Batterie. Combine. Zack. Und bau die Batterie ein. So, schon 11 Minuten läuft die Aufnahme. Die werde ich gleich aber auch beenden, weil ich die Aufnahme nämlich jetzt nicht in die Länge ziehen möchte, weil mein Handy hat auch gerade keinen Akku mehr, also in Real Life. Und ich nehme ja meine Stimme praktisch, meine Tonaufnahme, nehme ich per Handy auf. Und ja, also ich speichere jetzt und dann beende ich mal für heute mal die Aufnahme. Und ja, macht's gut, Leute. Ihr seht jetzt noch zum Schluss jetzt nochmal mein Intro, weil es so schön war, ne? Naja, bis dann, Leute. Ciao.